ganze Turnier über sehr stark gespielt und es dann im dritten Satz hier im Finale doch recht spannend gemacht. Auch für uns Athleten und für die Zuschauer ist es ein super Event, wenn es dann wirklich zu dieser Spannung kommt. Das macht es dann schlussendlich auch aus, diesen Nervenkitzel und das zu genießen. Und ich denke, auch meiner Gegner größten Respekt, weil das war absolut auf Augenhöhe. Und Yaoji ist eine absolut erfahrene Spielerin und ich glaube, sie hätte es auch verdient, ganz oben zu stehen, weil sie hat auch zu keinem Zeitpunkt aufgegeben und immer weitergemacht. Und es war natürlich ein hochklassiges Match. Ich denke, dass es immer wieder schön ist, vor heimischem Publikum zu spielen. Ich denke, heute haben auch sehr viele Menschen den Weg in die Halle gefunden, um diesen fantastischen Sport zu sehen. Und ich freue mich, heute meinen Beitrag dazu geleistet zu haben.